unterschiedliche Spiele. Ich könnte von einem Gegner aus Tabellen Keller, der aber in den letzten zwei Wochen in den Sieger wieder eingefahren hat und ist am Kommen, insbesondere zu Hause starke Spiele, aber auch auswärts ausgeglichene Spiele gemacht, haben ein paar, ich glaube nur einen Leistungsträger wieder zurückgekriegt, was den sehr gut getan hat und wird natürlich ein sehr schwieriges Spiel, den auch vor allem immer. Landshut natürlich schwächelt momentan ein bisschen, aber sehr, sehr hohe Qualität im Kader und wir können im Prinzip uns nicht daran kaufen, dass es letzte Woche in der Landshut nicht so geklappt hat, sondern es wird ein harter Spieler. Same question to you, Matt. Friday road game in Camp Royal, Sunday home game against Landshut. What do you think about the weekend? I think it's a tough weekend, but I mean, we won last time at Kauffour, and they're a good team. They've been playing a lot better since they got all their guys back, and we know it's going to be a hard game there because they're trying to get all the points they can. But you know, if we go in and play the way we have it on the road lately, then we should be all right. And then Landshut, we've had two close games with them. They're a good team, and they're obviously real close to us in the standings, so that's going to be a big game on Sunday. But I think, you know, if we play the way we did against Bremerhaven at home and keep it a little more simple than we have been in the past at home, I think we should be okay.